Hallo meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und begrüße euch zu einem meiner neuen, eigentlich Rätselvideo stimmt hier nicht, aber ich habe dieses Rätselvideo auch schon mal gemacht und habe jetzt gesehen, der gute Luca hat das auch gemacht. Und ich möchte mir jetzt mit euch angucken, denn ich glaube, ich habe bei dem Rätsel alles richtig gehabt, bei dem Video. Und ich möchte mal gucken, wie gut der Luca abschneidet. Mit euch zusammen. Und zur Not machen wir uns ein bisschen über ihn lustig. Nein. Wenn er es nicht weiß, ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja auch nicht immer alles wissen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie viel er denn schafft. Wir switchen einmal rüber. Ach so, ja, wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, nochmal positive Bewertung da lassen. Ne? So wie ich jetzt hier bei Luca. Gerne könnt ihr natürlich auch noch meinen Kanal abonnieren. Ich komme hier quasi fast jeden Tag mit neuen Videos. Kann immer mal passieren, dass ich auch mal ausfall. Aber wir gehen jetzt auf großes Bild. Und lassen den Luca mal losschwadrouillieren, um zu sehen, um zu sehen, ob keiner guckt. Ich weiß schon wieder nicht, was ich rede. Wir versuchen heute 21 Rätsel zu lösen, bei denen Logik der Schlüssel ist. Jana, Emma und Carla trainieren im Fitnessstudio. Eine von ihnen ist nicht besonders vorsichtig. Okay. Wer ist das? Na? Er ist nicht besonders vorsichtig. Okay, oh, wir haben nur ganz wenig Zeit. Nicht besonders vorsichtig ist auf jeden Fall sie auf dem Ball, weil sie sich nur am Ball festhält und nach hinten fallen könnte. Also Luca gehört zu den Leuten, die gerne mal ein Kaugummi oder irgendwas zu essen im Mund haben, während sie Sport machen und nicht bedenken, dass man denn Risiko läuft, weil man schwerer atmet, sich mal zu verschlucken oder so. Ne, weil das Training auf dem Ball ist ja sehr, sehr gefährlich. Ich meine, das hat ja auch nicht den Sinn dahinter, dass man sein Gleichgewichtsvermögen trainiert und, ihr wisst schon, und diese Übung dadurch erschwert wird. Aber okay, Sportprofi Luca hat uns erklärt, das ist gefährlich. Aber egal, ich gehe jetzt wieder rüber. Genug lustig gemacht. So, Luca. Das ist Carla. Schau mal, sie macht Übungen und kaut dabei Kaugummi. Das Kaugummi ist doch scheißegal. Dann schmeißt du Kaugummi runter, mein Gott, Alter. Ja, und wenn es einen falschen Hals gibt beim Atmen? Matthias und du Olivia. Vollidiot? Beide bereiten das Abendessen. Bist du denn? Matthias nutzt einen Herd und Olivia den Grill im Freien. Und dass der noch nicht kapiert ist, wenn er sowas denkt, Alter. Das wundert mich echt. Ich würde sagen, Matthias macht etwas falsch, weil wir sehen hier ganz klar, dass der Herd ausgeschaltet ist. Und ja, dadurch seine Suppe super. Auch kalt bleibt. Wenigstens ein hat er jetzt schon mal richtig. Er hat vergessen, den Herd einzuschalten. Wir müssen auf alles achten und ab jetzt alles richtig, meine Damen und Herren. Ja, Norman war ein verheirateter Mann. Das glaube ich dir nicht. Seine Frau hatte eine Zwillingsschwester. Du bist nicht so gut wie ich, glaub das mal nicht. Eines Tages beschlossen die Zwillinge, ihn zu testen. Sie gaben beide vor, seine Frau zu sein, okay. Um zu sehen, ob er seine Liebe erkennen würde. Norman war allerdings verwirrt. Erkennst du vielleicht deine Frau? Ja klar, die Linke. Weil wir hier das Tattoo sehen, unmissverständlich. Und das befindet sich auf dem rechten Arm der Person. Also ist das hier selbstverständlich seine Frau. Wow, jetzt schon zwei richtig. Schau dir das Hochzeitsfoto von Norman und seiner Frau an. Sie hatte eine Tätowierung auf dem rechten Arm. Seine Frau müsste also die Frau links sein, die auch die Tätowierung auf dem rechten Arm hat. Alles richtig. Ab jetzt, wenn ich was falsch habe, Video Ende. Volker und Sven. Oh Gott, das Video geht schon wieder nicht zu Ende. Eines frischen Graffitis erwischt. Einer von ihnen hat es gemalt. Also ihr werdet nicht alle Rätsel hier sehen, glaube ich. Wer lügt deiner Meinung nach? Na komm, Luca, das kriegst du auch noch raus. Ich würde sagen, boah. Ich glaube, er hat klar die Abdrücke hier, aber ich glaube, es ist er, weil er es an ihm abgewischt hat. Weil er kann das ja nicht selber an sich abwischen. Das war Volker. Schau mal, da ist Farbe an seinen Händen und auf seinem Pullover. Das lassen wir aber nicht. Okay. Erstmal könnte ich dir jetzt schon eine reinhauen, weil deine Logik total bescheuert ist. Ich meine, wenn ich sprühe, habe ich Farbe an den Händen. Ich wische mir selber die Hände ab. Wieso soll ich denn nicht selber an mir Farbe abwischen können? Was ist das für eine Logik? Luca, das ist schon mal behindert in der Birne. Also, nicht behindert, aber das ist dumm gedacht. Und jetzt sich noch wieder rausreden wollen mit, das lassen wir aber nicht gelten, weil, ja klar, sonst wäre das Video ja schon zu Ende. Eigentlich müsste es auch schon zu Ende sein, weil du einfach dumm bist. Aber, okay, wir lassen es einfach weiterlaufen. Der Junge ist echt meine Kann ich durchgehen? Füße. Weil ich einen Schritt zu weit gedacht habe. Nee, das heißt, du hast überhaupt nicht zu weit gedacht. Du bist beschränkt gewesen. Wenn man in einer Mathe-Klausur irgendwas Neues rausfindet, eine Formel, dann hat man auch recht. Dann ist man auch Daniel und Thomas. Du hast keine Scheiße erzählt. Daniel ist mit seiner Freundin in den Bergen zum Skifahren. Versuch das doch nicht mit irgendwas zu vergleichen. Ist mit seinem besten Freund zum Surfen gefahren. Okay. Schau sie dir an. Wer von den beiden ist in Gefahr? Also dumme Ausreden erfinden, darin bist du Weltmeister. Ich da würdest du mich jederzeit schlagen. Der links, weil er... Ja, warum?
im der Links. Daniel, er schreibt da rum, umgeben von schneebedeckten Bergen. Ja, wie schon gesagt. Riskant. Ich habe ja auch gesagt, eine Lawine lösen. Genau, klar, aber Sie hören ja auch, dass er schreit. Hat man genau, ganz klar gehört. Vielleicht atmet der auch einfach schwer. Hast du ein Haus? Okay, Luca, da muss ich dir mal Applaus geben. Das habe ich nämlich auch gesagt. Okay. Schau dir diese drei Mädels an. Mhm. Wem gehört die Katze? Na komm, schaffst du das? Augen auf. Ganz rechts, weil sie unten an den Beinen Kratzspuren hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, super beobachtet, aber die Arme auch noch. Schau dir ihre Hände und Beine aber an. Aber du hast recht. Das sind einige Kratzer, was man häufig bei Katzenbesitzern sieht. Aber ich wie schon gesagt, so ich habe es nicht. Das vorhin, den einen Fehler mit dem Graffiti, wie gesagt, das streichen wir raus, weil da habe ich eigentlich zu nicht kompliziert, zu schlau einfach gedacht. Nee, zu dumm. Da sitzen drei Leute. Also, ganz ehrlich, und Luca, siehst du den Hund, der dort spielt? Zu wem gehört also der deine wohl? Intelligenz ist nicht von diesem Planeten. Also, er liest zwar ein Buch, weil mit sie eher von hinten gemessen werden müsste. Er hört Kopfhörer. Aber er, okay, ihm hier gehört der Hund, weil er hat die Leine. Also er auf gar keinen Fall, weil er hört nicht hin und er kommt okay in der Mitte. Hund. Siehst du die Hundeleine? Also, drei aber wie schon gesagt, eigentlich Jan, müsste das Video schon längst zu Ende sein. Sind Basketballspieler. Mhm. Eigentlich hätte das nur ein paar Minuten Video zeigen dürfen. Okay. Wer von ihnen ist Noah? Wer von ihnen ist Noah? Natürlich die Nummer 7, weil er keine Schuhe anhat und in seinem Spind stehen Schuhe, in seinem offenen Spind. Also das ist relativ eindeutig, glaube ich. Das sind aber auch schon mal gut beobachtet. Das muss der sein, der keine Schuhe anhat. Ich bin so gut, ne? Nee. Oh nein. Man muss sich ja auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin da mit Patrick einer Meinung. Oh nein. Und du solltest dir lieber einen Kopf klopfen. Wir fangen anstatt jetzt auf die Schulter zu unterfragen. Esme war im Wald. Du solltest sowieso nicht hinterfragen, außer deine Intelligenz. Sie irrte stundenlang umher, bis sie auf ein Hexenhaus stieß. Okay. Die Hexe war gerade mit einem neuen Zauberspruch beschäftigt und hatte ein Rätsel für Esme. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn das Mädchen es schaffen würde, es zu lösen, würde die Hexe sie nach Hause zaubern. Okay. Wenn Esme aber versagte, dieses Rätsel auch, bitte, müsste sie für immer der Hexe dienen. Oder erfindest du wieder irgendeine Ausrede, um das Video nicht zu beenden. Die ersten drei waren leer. Und die letzten drei waren voll. Mhm. Für den Zauberspruch mussten aber volle und leere Reagenzgläser abwechselnd sein. Okay. Esme sollte dieses Problem lösen, durfte aber nur ein Reagenzglas anfassen. Wie kann sie das machen? Hä? Sie nimmt das aus dem Pinken und schüttet es in das hier rein. Oh Gott sei Dank. Dann fasst sie ja nur das Pinke an. Also echt, Esme ich habe jetzt schon gedacht, selbst das kriegt er schon nicht. Und schüttete einfach die Flüssigkeit ins Zweite. Das ist logisch. Ja, deswegen ist es ja auch überraschend, dass du es gemerkt hast. Wenn ihr Albert Einstein kennt, könnt ihr den eigentlich jetzt vergessen, weil ihr kennt ja jetzt auch mich. Mach einen Abschuss. Eine Bank wurde an einem Freitagabend ausgeraubt. Klar. Es gab keine Kunden und keine Anzeichen für einen Einbruch, was bedeutete, dass es einer der Bankangestellten war. Ui. Luca, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich muss ich was sagen, Einbildung ist auch eine Bildung und von dieser Bildung du sehr, sehr viel. Ich mag dich trotzdem. Dank dir habe ich immer was zu lachen. So gut, aber wir machen weiter. Direktor Herr Petri entdeckte den Raubüberfall. Ja. Es gab drei Hauptverdächtige. Frau Kotte, Herr Mendes und Frau Morgan. Ja, wir wissen ja, die Frau Kotte war es. In der Nähe des Safes gewesen zu sein. Ah, aber findet der Herr liebe Luca das auch raus? Sein. Na, mein Wer Freund. Es muss ganz eindeutig die Person hier gewesen sein, weil man sieht ganz klar, wie sie rausgeht und dort die Achte auf die Fußspuren. Die gehören zu Herrn Petri. Aber es gibt noch ein Paar, das zu Absatzschuhen gehört. Herr Mendes trägt Turnschuhe. Ja, ich habe ja auch gesagt, dass es... Frau Morgen trägt Flachschuhe. Wo trägt der Turnschuhe? Frau Kotte ist die Einzige, also Frau Kotte ist es gewesen, ist Albert richtig. Einstein, wer bist du? Nicht du. Frau Nicola hat vier Töchter ich meine, das war und einen Sohn. Sagen wir es mal so, wenn die dumme Rätsel stellen, die eigentlich falsch sind, dann kann Luca sie lösen, heißt weil er nicht so weit denken kann. Aber Sport. Von ihre wegen, er hat schon weitergedacht, wer vorhin meinte. Ne? Mai ist die vierte Tochter und sie liest gerne. Ihr Bruder Adam ist der Jüngste in der Familie. Wie ist sein Name mit den seiner das? Schwestern verbunden? Ist das Video jetzt gleich zu Ende? Dem Adamsapfel und Adam und Eva. Die Anfangsbuchstaben der Mädchennamen ergeben den Namen Adam. Ja. Hast du das nicht gesagt. Das lassen wir aber so nicht stehen und das zählt auch nicht, weil ich kann nicht lesen. Oh. Alter, ganz ehrlich. Lieber Cutter. Hier hättest du das Video spätestens beenden müssen, weil das sind dumme Ausreden von einem im Ego gekränkten dummen Jungen, der es nicht checkt.
Ganz ehrlich, ich habe das Video schon reacted. Ich habe diese Rätsel gelöst und es ist lösbar. Und wenn man nicht vollkommen gegen die Wand gelaufen ist, dann findet man auch keine dummen Ausreden. Dass man das Rätsel nicht lösen kann, ist okay. Man muss nicht immer alles wissen und man muss nicht alles beachten und alles kennen. Aber seine blöden Ausreden regen mich manchmal auf. Auch wenn ich das echt lustig finde manchmal. Aber manchmal finde ich es auch nur, von wegen, da würde ich ihm am liebsten eine Ohrfeige hauen. Ganz ehrlich. Weil es ist nie. Lesen. Lernen zu lesen. Andrea ist die Schwester von Bella. Och. Bella ist die Schwester von Ella. Mhm. Und Ella ist die Mutter von Romy. Es ist ja in Ordnung, dass du nicht alles lösen kannst. Das sind Schwestern. Ich hab auch schon Videos gehabt, wo ich das nicht konnte. Ella ist die Mutter von Niemand weiß Romy. Alles. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz nachdenken. Die drei sind Schwestern. Moment, was? Mann, das ist die Ella Nichte. Ella dann die Mutter ist von Romy. Ja, dann ist sie die Romy Nichte. Die... Mann, Neffe. Die Neffin, wie heißt denn das? Nichte. Enkelin? Nee, Nichte. Ey, warte. Lass das mal an Kat drin, Tai. Wir müssen mal ganz kurz nachdenken. Andrea und Bella sind Schwestern. Und Ella also, auch. Also, Tai, hätte eigentlich schon längst hier einen Cut machen müssen. Du dürftest schon gar nicht mehr hier sein. Ist die Mutter von Romy. Das heißt, das hier sind die Tanten. Du hast schon drei Rätsel verkackt. Wenn Andrea Bellas Schwester ist und Bella die Schwester von Ella ist, dann sind die drei Schwestern. Und da Romy Ellas Tochter ist, aber ist die Frage Andrea laut und Bella die Tanten von Romy. Alter. Lern mal zuzuhören. Es war die Frage, was ist Romy von den beiden? Und das ist die Nichte. Sie ist nicht die Tante von denen. So! Romy ist also die Nichte von Andrea. Ja, Nichte. Schau dir die Freunde am Strand an. Wer von ihnen ist ein Roboter? Wer von den beiden ist ein Roboter? Von den dreien. Die in der Mitte, weil die anderen beiden schwitzen. Ja, wenigstens das hat er. Ist ja ganz klar. Also wenigstens sein Hirn funktioniert nicht, aber seine Augen funktionieren. Das muss ich ihm ja schon mal gut anrechnen. Das muss die junge Frau sein. Ich bin so schlau. Nee. Gib mir ein bisschen Zeit. Solche Rätsel mit Schwester, Mutter, keine Ahnung, wie ist es schwierig, ja? Aber nein. Ich hat auch nicht Rom und Kolumbus an einem Tag da in Luxemburg gesegelt. Genau. Alter, was redest du da? Drei Wohnungen. In einer wohnt ein Roboter. Kommst du darauf, in welcher? Also in einer wohnt ein ganz Roboter. Ganz ehrlich, Leute, ich muss ja jetzt mal sagen, ne? Meine Mutter hat früher immer gerne den Spruch gebracht, von wegen, warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen? Weil sie keine Ausreden mehr wusste. Warum lebt Luca immer noch? Weil er kennt immer eine neue Ausrede, um sich rauszureden, warum er etwas nicht kann oder nicht weiß. So, jetzt wisst ihr, warum der noch existiert. Ne? Ist natürlich alles Blödsinn, aber ganz ehrlich. Also gäb's eine Weltmeisterschaft in Ausreden erfinden, Luca würde ganz oben an der Spitze stehen. Ist zu kurz die Zeit, aber ich sag in der Mitte. Wieso? Ich sag in der Mitte. Schau mal, da stehen so, Flaschen. Ist das Video jetzt beendet? Bitte, bitte. Ich wette, die gehören geht dem Roboter. Immer noch weiter. Das lassen wir nicht gelten, weil das könnte auch Badesalz sein. Hier guckt euch das an. Wo ist das bitteschön? Badesalz. Das ist sogar. Der kennt man sofort als Benzinkanister. Ich habe noch nie irgendwie so einen Kanister im Badezimmer gehabt. Vor allem auch in der Größenordnung. Naja, in Amerika vielleicht schon. Aber. Nee, Luca. Alter Falter. Schon wieder. Lassen wir nicht zählen. Badesalz. Also, wir haben jetzt schon das vierte Mal, dass das Video beendet sein muss. Verstopft ist, weil sich die Person in der Badewanne rasiert hat. Lieber Cutter, ich habe dich das eine Mal ja Was ist mit diesem? Lieber Cutter, ich habe dich ja das eine Mal gelobt, dass du einfach beendet hast, obwohl Luca einfach weitermachen wollte, ne? Aber in diesem Video hast du verkackt. Okay, ich verstehe ja, sonst hättet ihr kein Material gehabt, weil der Typ ja schon gleich am Anfang an die Wand gelaufen ist, so dumm wie er ist, aber obwohl, das hat auch wieder nichts mit dumm zu tun, das war jetzt wieder gemein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist okay, was nicht zu wissen. Aber dann so eine dumme Entschuldigung dafür zu finden. Foto. Luca, ganz ehrlich. Ein Roboter. Bist du so ein Egomane? Er telefoniert. Er steht im Pool. Er hat Handschuhe an. Er hier. Ganz klar er hier. Ganz komisch. Ganz klar. Ja. Eindeutig. Es ist Sommer. Und alle tragen Shorts und Tops. Bis auf diesen Mann. Ja. Er hat eine lange Hose an, komm, ein langärmeliges Hemd und sogar Handschuhe. Ja. Er muss wohl seinen Körper verstecken. Ja, ich schätze, er ist der Roboter. Weiter. Komm jetzt. Hier ist ein Foto von Menschen, die in einem Café sitzen. Okay. Erkennst du hier einen Roboter? Einen Roboter. Die trinkt. Na, Luca, erkennst du das? Hier ist am Arbeiten. Ich würde sagen, die Dame hier. Das muss diese Frau sein, denn sie trinkt und isst nichts. Ja. Rate mal, warum? Ja, weil sie ein Roboter.
Ja, das ist totaler Schwachsinn. Sie könnte schon gegessen und getrunken haben und arbeitet jetzt weiter. Der Kellner hat schon alles abgeräumt. Es ist, wie ich ja in meinem Video schon gesagt habe, totaler Schwachsinn. Aber es ist der einzige Unterschied, den man auf diesem Bild zu anderen Personen finden kann. Also wusste man natürlich, das ist die Lösung. Hat der gute Junge gut erkannt? Ob's intelligent war, lassen wir mal dahingestellt. Roboter ist, genauso wie mein Gehirn, es funktioniert einwandfrei. Nee. Allerdings nee. Für dich an der Stelle. Ja, ist vielleicht auch besser. Boah. Und ganz ehrlich, Leute, ey. Ihr habt, wenn ihr mein Video schon gesehen habt, ne? Also, die liebe Leute, die mich abonniert haben und sowieso immer meine Videos gucken, ihr habt das ja schon gesehen. Ihr wisst, dass Luca einfach nur voll gegen die Wand gelaufen ist dabei und dass das einfach nur dumme Ausreden sind. Lieber Luca, hör auf mit deinen Ausreden. Mach nicht immer irgendwelche Versprechungen von wegen, oh, wenn ich was falsch mache, beende ich das Video. Nein, versuch es zu lösen. Schaffst du es? Gut. Schaffst du es nicht? Auch gut. Kann passieren. Wenn die allerdings unlogische, dumme Rätsel stellen, kannst du das auch gerne anbringen, wenn du so weit denken kannst. Wie zum Beispiel das mit der Frau, die nichts isst und nichts trinkt. Gut, du bist drauf gekommen, weil du gesehen hast, das ist ein Unterschied zu anderen. Da wollen die wahrscheinlich die Frau wissen. Wenn du es nicht erkannt hättest, wäre es aber auch nicht schlimm gewesen, weil es nämlich kompletter Schwachsinn ist. Du kennst die Gesamtsituation nicht, die kann schon ein bisschen länger da sitzen, das kann schon abgeräumt sein. Und sie ist schon fertig, sie hat auch ursprünglich was getrunken und gegessen und sitzt da jetzt nur noch einen Moment, weil sie auf ihre Freundin wartet. Das heißt ja nicht, dass sie nichts braucht. Das sind alles Fakten, die du mit anbringen kannst in solchen Sachen. Das sind intelligente Gedanken. Das, was du als Ausrede benutzt, ist aber nur eine Vertuschung, dass du nicht so weit denken kannst. Also sag nicht, du bist intelligent. Aber nee, warte mal, lass das mal. Mach mal lieber so weiter wie bisher, dann hab ich wenigstens immer was zu lachen, dann haben die Leute was zu lachen und ich kann weiter Videos machen. Also, lasst dem Video noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch dennoch was. Einen schönen Sonntag, Restwochenende. Bis dahin, euer Kumpel der Wolf. Au! Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich fast vergessen. Abonniert noch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, hier kommt fast jeden Tag eigentlich Content. Immer, also eigentlich jeden Tag, wenn ich schaffe. Wenn ich mal nicht kann, dann kann es mal passieren, dass es ausfällt. Ist aber eigentlich eher seltener so. Also, dann, bis dann. Au! Bye, bye!